Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Ghost Recon. So, ich gehe jetzt einfach mal dem Wagen hier entgegen. Der kommt hier nämlich jetzt. Und ich versuche jetzt einfach mal mit der MP-Granate einfach mal auszuschalten. Mal sehen, ob ich es jetzt wieder verkacke. Da kommt er nämlich. So. So, der Wagen fährt jetzt. So. Es wird dir noch leid tun, dass du dich mit mir angelegt hast. Ilsa wird dich in mundgerechte Stückchen schneiden. Du wirst sie noch anflehen, dass sie dich in die Hölle schickt. Mir schlottern die Knie. Also gib mir den Code für das Gefängnis. 211-01805. Ich sag ihn dir nur, weil du so oder so nicht reinkommst. Rosebud verpasst dir einen Kopfschuss, bevor du auch nur in die Nähe des Tastenfelds kommst. Aha, Rosebud. Mit dem habe ich auch noch was zu. Ah, okay, gut. Dann nehme ich mal hier runter, ja. So. So. Mein Beitrag zur Geburtenkontrolle. Und fertig. So. Jetzt habe ich es endlich mal gebacken bekommen. Yeah, ich bin voll der Held. So, wie jetzt? Alles klar, er wurde, so wie jetzt nochmal, so, warte mal. Er wurde auf der Taktikkarte markiert, so. Wo? Alles klar. So, Rosebud heißt der Typ. Ja, hier gibt es ja keinen. Ne, gibt's ja nicht. Schade. Rosebud, ja, Rosebud. Warte mal, Rosebud. Das ist hier auch so ein Typ. Warte mal. Rosebud. Das ist Flycatcher. Rosebud. Okay, gut. Okay, warte mal. Gut. Jetzt muss ich einen Hubschrauber haben. Okay, wo ist er denn? Ja, da drüben. Dann flitzen wir da mal kurz rüber.
Okay. Gehen wir einfach mal hier runter. Fragen Sie Zivilisten im Einkaufsbereich im westlichen Teil von Antares. Fragen Sie Zivilisten im Bereich im östlichen Teil von Antares. Fragen Sie. Zivilisten im Spielhallenbereich. So. Sind jetzt hier ausnahmsweise mal Leute hier, die keine Feinde sind. Ich meine, das wäre natürlich schon. Richtig. Edel, aber. Aber ich glaube, das kann ich mir abschminken, ne? Yep. Das kann ich mir abschwingen. So, warte mal. Da sind schon mal drei. Okay, das sind Zivilisten, die hat Infos. Okay, die haben auch hier alle Infos. Okay, da ist auch irgendwie eine Person, mit der ich reden kann. Warte mal. Mit Morrison sprechen. Nebeneinsatz, empfohlene Stufe 100 plus. Ich meine, wenn ich schon hier bin, dann sprechen wir doch auch gleich mit ihm. So. Aber jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich den Typen der Verstärkung holt. Der muss erstmal weg. So. Ja. Keine Ahnung. Wir sind Feinde. Aber ich find's raus. Ich wollte. Kein Kontakt. Köpfe einziehen. So, das für den Nebeneinsatz mit dem Morrison da, warte mal. Das müssen wir uns mal ganz kurz angucken. Mit Morrison sprechen. Ja gut, ich spreche ihn. Jesus Morrison ist ein Pianist mit einem harten, hehren Ziel. Er braucht Hilfe dabei, Informationen von Lacey Penner, einer in einer Bar der Wolves stationierten Spionin, zu bekommen. Diese Aufklärungsdaten sind für den Kampf gegen Sentinel essentiell. Okay. Hast du Infos? Nee. Ich will keine Probleme, Mann. Ihnen passiert nichts. Ich suche nach dem Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums beim Good Hope Mountain. Hab gehört, dass er hier viel Zeit verbringt. Wer sind Sie? Arbeiten Sie für Skell? Skell und ich haben gemeinsame Interessen. Also, wo finde ich den Büroleiter? Ich bin nicht sicher, wo er ist. Er wohnt auf der Südseite des Antares-Bezirks. Bei der Rigel-Wohnanlage. Besuchen Sie es dort.
Danke für die Unterstützung. Mhm. So, warte mal, haben wir mal. Da fragen wir mal ihn hier. Na, wie geht's? Hey, ich suche nach dem Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums. Wissen Sie zufällig, wo ich ihn finde? Ich schwöre, mehr weiß ich nicht, ja? Danke und bis bald. Hey, das... Sie dürfen nicht hier sein. Was machen Sie hier? Und hier sind auch wieder Feinde. Na dann. Wie jetzt nur einer? Nein. Ja, da oben auf dem Dach ist ein Sniper. Okay, da ist noch einer. Hi. Ich suche den Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums. Ich habe gehört, er soll hier in der Nähe sein. Es bleibt zu hoffen, dass Sentinel diese Versager bald dem langen Ich danke Arm des Ihnen. Gesetzes zuführt. Wir halten okay. Sie auf dem Lauf. Okay. Gut, dann bin ich den auch los. Da ist noch einer, sehe ich gerade. Von hier aus rein. Jo. Nein, was wollen Sie? Einen schönen Tag. Können Sie mir helfen? Ich versuche, den Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums zu finden. An diese Information erinnere ich mich. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Okay, ist klar. So. Gibt es hier zufällig einen Ausgang? Nee. Komme ich hier raus? Ja. So, jetzt will ich aber noch mal mit Dingsbumskirchens da hinten reden.
Na. Aber mit dem Klettern hat das ja nicht so, ne? Was haben Sie hier zu suchen? Na, nur mal ganz ruhig, Leute. Was mit dir? Oh mein Gott. Nee. Nicht hier. Wer sind Sie? Nee, hast du etwas? Nee. Aber du hast welche. Hallo. Oh, oh, oh. Was machen Sie hier? Ich muss unbedingt diesen Ort finden. Was zum... Oh. Okay, gut. Hey. Könnten Sie mir helfen, diesen Ort zu finden? Sie könnten es mal hier versuchen. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Darf man sich was wünschen? Ich spiele lieber mein eigenes Zeug. Danke vielmals. Was macht jemand mit ihrem Talent an so einem Ort? Das ist eine lange, tragische Geschichte. Ich heiße übrigens Jesus Morrison. Aber sagen Sie mal, was treibt Sie überhaupt in diese Bar? Also außer dem billigen, verwässerten Fusel und der stickigen Luft. Die Einheimischen sagen, dass Sie ein paar sehr besondere Songs spielen. Alle meine Songs sind besonders. Ich glaube, dass jeder großartige Song eine wichtige Botschaft hat. Und? Haben Ihre Songs eine wichtige Botschaft? Nun, ich spiele nur großartige Songs. Also, ja. Aber die traurigen Gestalten hier haben das Spielen nicht gerade erfunden. Ich wollte eigentlich ein paar neue Songs schreiben, aber ich komme nicht weiter. Leider. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das können Sie, ja. Ich arbeite häufig mit Lacey Penner. Sie gibt mir meine Inspiration. Sie hat sich in den Außenposten Green Viper zurückgezogen. Würden Sie mir eine Kopie Ihrer aktuellen Arbeit mitbringen? Gern. Ich soll mich da sicher reinschleichen. Naja, ich bin nicht so der Schleicher. Also, ja. Bringen Sie Ihre Ninja-Künste zum Einsatz und bleiben Sie unentdeckt. Und ich will ja keine Diva sein, aber meine Fans brauchen mich hier. Ich möchte die Scharen von Fans ja nicht enttäuschen. Ich bin auf dem Weg. Gut. Ich will keinen Ärger. Bitte. Okay, jetzt können wir mal... So, warte mal. Du kannst sehen, das Haus des Büroleiters. Das ist hier. Er lebt im Süden von Tarsner Wohnanlage Rigel. Wohnanlage Sirius. Wohnanlage Rigel ist hier. Da kann. Warte mal, wo bin ich? Ist er nicht weit weg? Ist er nicht weit weg? Joggen wir kurz rüber. Oh, bitte. Voll in den Hintern geschossen. So, dann wollen wir mal gucken. Hier haben wir die Wohnanlage.
Und natürlich sind hier wieder Feinde, ist ganz klar. Obwohl, wenn ich schon dabei bin, kann man auch gleich mal das andere an der Fragezeichen hier. Okay. Okay, der Verstärkungsfuzzi. Hier ist tote Hose, Leute. Ja, hier auch. Hab den Funker solitär spielen sehen. Keine Aktivitäten. Okay. Und hier vielleicht noch Feinde. Ups. So, läuft da noch einer rum. Okay, von hier aus habe ich eigentlich so. Ach, Kacke. So. Alles klar, den hat's auch zerlegt. So. Alles. Alles klar, dann wollen wir mal in das Büro des Büroleiters. Na. Hier in Aurora ist es leicht, an die Sicherheit und Zuverlässigkeit. Ach so, gut. Aber die kürzlichen. So, dann schießen wir los. Sind Sie hier, um mich zurück zu Miss Herzog zu bringen? Ich war brav, ganz brav. Sind Sie der Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums? Ich wollte nicht gehen. Mark hat mich weggeschickt. Er meinte, ich müsste mich ausruhen. Mark, ist er der Büroleiter? Ja, Mark. Es war seine Idee. Aber Ilsa ist kein schlechter Mensch. Sie hat mir beigebracht, mich so zu sehen, wie ich wirklich bin. Bequem? Dann wollen wir uns mal unterhalten. Was wollen Sie? Geht es um die Hintertür? Es geht nicht um dein kleines Computerprojekt. Es geht um dich.
Es geht um deine Zukunft. Und ums Hier und Jetzt. Seien wir vernünftig. Wir können reden. Du weißt gar nicht, wie viel Glück du hast. Viele Menschen kommen nicht mal in die Nähe ihrer Belastungsgrenze. Sie werden nie gefordert. Und warum sollte man sich selbst herausfordern? Ich sag Ihnen alles, was Sie wollen. Bitte. Schon mit ein bisschen Geld kann man sich so viele Annehmlichkeiten des modernen Lebens gönnen. Eine Klimaanlage. Ein Fernseher. Sogar das Essen kommt bis an die Tür. Sagen Sie einfach, was Sie wollen! Ich will wissen, ob unter diesem ganzen weichen, pummeligen Äußeren auch nur der kleinste Hauch von einem Mann steckt. Weil du aussiehst wie ein bleicher Sack, gefüllt mit Scheiße. Ich will wissen, wie weit man dich biegen kann, bevor du brichst. Nein, 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 nein! Tut mir leid, was Ihnen passiert ist, aber ich muss den Büroleiter finden. Ich glaube, er wollte im Konferenzsaal eine Rede halten oder sowas. Bitte sagen Sie Ilsa, dass ich kooperiert habe. Bleiben Sie hier. Ruhen Sie sich aus. Ich bin brav. Ich bin ganz brav. Oh Mann. Die Alte ist so ein Folterknecht. Okay. In mein... Ja, okay, gut. Er hält eine Konferenz im J-Skill-Kongresszentrum ab. Gut, ein Wunder der neuer Technologie, ein effizienterer Umgang mit Naturkatastrophen in einer sich verändernden Welt. Redner Mark Carpenter, Büroleiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums, heute ins Geldkongresszentrum. Okidoki, wo ist denn das Geldkongresszentrum? Alles klar, das ist hier unten. Jetzt auch nicht so weit weg. So, aber ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.